Oh, guck mal, ein Delfin. Da sollten wir vielleicht schön baden gehen, ein bisschen streicheln. Oh, oh, Seil, sehr freundlich. Komm, wirf ein Seil. Einfangen, mit Lasso jetzt. Heiraten jetzt. Wo ist es? Mit dem Paddel. Ja, einen über den Kopf ziehen. Ist ja auch super. Warte mal, das war's. Das war hier das Let's Play. Mehr kann man nicht machen, ich hänge mich jetzt auf. Herzlich willkommen bei einem weiteren Let's Play. Diesmal geht es um Stranded Deep und neben mir sitzt David. Du bist der Olaf? Genau, der bin ich. Und Stranded Deep hinter uns jetzt derzeit ist ja eine kleine Überraschung gewesen. Gerade gestartet auf Steam Early Access und innerhalb von ja, 2-3 Tagen ist es irgendwie in die Top 3 der Topseller-Spiele auf Steam gekommen. Ja. Ja, reiht sich so ein und neben H1Z1 und Grey Goo und ich glaube, was ist aktuell auf 1? Ich weiß nicht. Irgendein großes Spiel auf jeden Fall. Nicht so ein kleines Indie-Spiel, was keiner auf dem Schirm hatte. Und ja, Survival-Action ist es. Eine Art Überlebenssimulation im Stile von den Abenteuern von Bear Grylls oder auch so Geschichten wie The Forest ohne Zombies, ohne Monster. Also ein Survival-Spiel, das im Grunde völlig innoviert, ja. Quasi. Ja, das ist, glaube ich, auch das Spannende. Das ist ja, das schlägt ja so spielerisch wahrscheinlich die gleiche Kerbe von der Atmosphäre her schon, wie genau. DayZ oder H1Z1, aber eben ohne Zombies. Und wir wollen jetzt mal angucken, wie das so ist. Wohlgemerkt, weitestgehend blind. Also du hast es, glaube ich, tatsächlich noch überhaupt nicht gesehen. Noch gar nicht. Ich habe schon mal kurz reingeguckt, um sicher zu gehen, das läuft. So ein bisschen was hat man vielleicht aufgeschnappt, aber an sich ist das so, als würden wir das zum ersten Mal spielen. Deshalb auch keine Kommentare, warum wir denn noch keine 30 Wiki-Einträge gelesen haben. Wir gehen jetzt halt mal so daran. Genau, also los geht's. Schöner Ladebildschirm. Und. So. Apropos The Forest. Das ist noch keine Insel. Ich dachte, das spielt auf einer Insel. Ja, das ist wie bei The Forest. Nächstes Mal im Flugzeug. Und dann stürzt man, siehst du, dann wackelt es. Der Traum eines jeden ungeübten Flugzeugreisenden wird hier wahr. Also der Albtraum. Also der kann man in die Zeitung lesen. Weiß man, welches Datum wir haben? Nein. Das sieht. Na, was steht da? Nach. Irgendwas mit Hai war da. Ja, aber das hat sich ziemlich bequem. Also, erstens darf er rauchen im Flugzeug, trinken sowieso, das ist klar. Es ist irgendwie so ein reicher Schnösel. Vielleicht ist es ja sogar der Typ von Far Cry 3, bevor er auf die Insel abgestürzt ist oder sonstiges. Es ist wohl auch eher so ein bisschen Privatjet hier. So viel Platz hätte ich auch gerne mal beim Fliegen. So. Eben. Also gut, normalerweise haben wir das natürlich, wenn wir dann durch die Welt reisen, zu irgendwelchen Events eingeladen sind, ein Computec-Privatflugzeug durch die Welt. Das ist ganz klar. Das ist das normale Leben eines Spielejournalisten. Ne? Das ist vielleicht auch eine Doku einfach. Das ist die Fortsetzung von Mad, wo man ein Spielemagazin machen musste damals. Ja, das stimmt. Das ist die, guck mal da, die sehen aber, hallo! Hallo? Da passiert jetzt gar nichts. Müssen wir irgendwas machen? Immerhin sind sie wach. Ja, da war der Text am Anfang, weil du sollst dir einen Martini mixen, bitteschön. Wie man das halt so macht. Also ich habe Text. Auf dem Weg zu einem. Weißt du, ich bin so ein moderner Spieler. Also Texte oder sowas, das ist irgendwie nicht so. Du musst da hier das Martini. Einmal linksklick. Martini. Und dann macht er einen Martini. Okay. Und den muss man jetzt noch einmal anzündeln. Mhm. Oh. Okay. Und jetzt. Prost. Prost. Glück, 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 Glück. Ja. Okay, das war's dann, nicht? Achso, back to the seat. Aber ich kann irgendwie. Kann man hier irgendwas anderes machen? Wahrscheinlich nicht. Nö, das ist auch. Das war nur Spaß mit dem Survival-Spiel. Das ist also auf jeden Fall der neue Drinking Simulator. Es ist ja wohlgemerkt auch noch. Natürlich Early Access, also eine sehr frühe Version. Vielleicht wird es hier irgendwann nochmal umfangreicher. Vielleicht. Aber laut Kommentaren soll es eben schon verdammt gut laufen und andere. Und plötzlich ist der Flugzeugabsturz-Simulation zum Mitspielen. Katastrophenfilm zum Mitspielen. Die Tragfläche links ist ab. Nee, ist auf jeden Fall nicht schön. Nein! Ich muss hier irgendwo festhalten. Anschnallen. Bist du überhaupt angeschnallt? Fast alles. Nein, Quatsch. Also so jemand, der einen Privatjet zur Verfügung hat, der ist noch nicht angeschnallt. Also ich bitte dich. Ein bisschen Bioshock ist auch drin. Das fand ich nämlich tatsächlich, das sieht man gleich. Bis dahin habe ich halt wohl mal kurz gespielt, weil man hier aus dem Wrack wieder rauskommt. Das war sehr Bioshock-esk schon irgendwie. Ja.
Ja, wenn man hier irgendwie rauskommen kann. Nee, du musst da durchs Wasser hin. Ach, tauchen. Und da durch, ja. Da ist Loch. Wo ist das Loch? Da? Nein, da ist das Loch. Da. Ja. Schnell. Da müsste, ja genau, da ist das Lifeboat. Und das hier war irgendwie sehr, sehr Bioshockig, fand ich schon. Genau. Wo ist die Insel mit dem Turm? Nee, auf das Boot links von dir ist. Naja. Auch um selber schwimmen, wenn man. So. Zack. Die Turbine, das ist. Jetzt nicht in die. Ja. Das habe ich irgendwas. Nee, nee, alles gut. Glaube ich. Bis der Hai gleich kommt. Dann ist es nicht mehr so gut. Du spoilerst! Nein, da kommt noch kein Hai. Aber jetzt musst du das Paddel da einsammeln. Mit E. Achso, mit E einfach. Gut. Ja. So, und jetzt können wir zur Insel paddeln. Achso, und damit wahrscheinlich mit der rechten Maustaste. Nee, du steuerst tatsächlich einfach dadurch, wo du das Paddel hinhältst. Also wenn du die Sicht drehst, dann paddelt er auch entsprechend in die Richtung dann. Okay. So, Home Sweet Home. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wenn die Insel zufällig erstellt, weißt du das? Ich vermute. Also man kann ja auch zu allen hin, ich weiß auch gar nicht, wie viele es insgesamt sind in der Welt, aber. Also man kann ja freiwillig. Die sieht zumindest anders aus als die, die ich vorhin kurz gesehen habe. So, das Boot bis auf den Strand, damit es nicht abhaut. Also noch mehr? Nö, es geht überhaupt noch weiter. Doch, im Sand kann man auch super paddeln. Ja. Warum laufen, wenn man Rettungsboote hat? Zack. Hab ich es weggeworfen? Nein. Okay, nee, gut, hier sind wir. Kannst mal kurz Tab drücken, das Inventar, dann sehen wir, ob das noch. Ja, ist noch da. Ah, okay. Feuerzeug, Pocket Knife, Wasser. Also, ich hätte eigentlich gedacht, dass er also eher so ein Martini mitnimmt oder so, aber. Und das Paddel. Das ist das Spielziel. Wenn du es hinkriegst, hier auf der Insel Martini zu machen, hast du gewonnen. Peaks. So, kannst du, glaube ich, auch einsammeln. Und eingesammelt. Sehr gut. Ja, eine weibliche Krabbe auch. Moment, vielleicht. Mal gucken, ob die auch weiblich ist. Müsst du dich mit einer Krabbenzucht selbstständig machen? Ja, eben. Das wäre ein alternatives Spielziel wahrscheinlich. Was haben wir hier? Eine Yucca-Palme. Da kannst du ein bisschen drauf einprügeln. Ich glaube, da kommt was Gutes bei raus. Spinnen. Ja, auf der Insel gibt es bestimmt. Da! Okay, das ist mal praktisch, oder? Gleich so ein fertig gedrehtes Seil. Sticks sind auch immer gut. Sticks sind auch gut, ja. Ja, das Crafting-System ist ganz, also die Umsetzung, wie es spielerisch funktioniert, ist ganz interessant. Das können wir dann gleich nochmal sehen, wenn du. Warte, ich will den Tabak. Das geht, ich will den Tabak ernten. Okay. Sammeln wir mal ein paar Sticks, dann kann man das vielleicht mal im Groben zeigen. Bestimmt noch mehr. Und auf Palmen klettern kann man übrigens auch. So, jetzt müssen wir aufpassen. Es ist ja so, dass auch weltweit irgendwie jährlich ziemlich viele Tode verursacht werden durch herabfallende Kokosnüsse. Also auch mal nochmal an die Leser und Zuschauer, immer schön aufpassen, wenn Palmen in der Nähe sind. Nicht der. Achso, hast du die tatsächlich gerade gehalten noch? Okay. Ja, ich kann die auch so werfen. Aber nicht ins Wasser werfen. Nein! Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, und so bricht man sich ein Bein auf der Insel. Bevor sie wegtreibt. Das ist. Okay. Was passiert, wenn man auf die mit einem Messer eindrischt? Eigentlich müsste die auch so aufgehen, finde ich. Das wäre die ganz realistische Variante. Ja, ne? Ja, kommt vielleicht später noch. Geht das? Nö. Oder? Weiß nicht, ist das nicht der richtige Spot? Doch, ich kann. Achso, warte mal. Das ist eine. Ah, das ist eine grüne Kokosnuss. Zwei grüne Kokosnüsse und das ist eine trinkbare. Die ist jetzt schon trinkbar, ja. Sehr gut. Ich glaube, das sollte trinken sein. Oh. Okay, das war nicht meine Absicht eigentlich. Ne, so. Ah. Kleiner Messertrick, wie das Messer so rüber wandert von der Hand. Da. Ist auch nicht schlecht. Super Jongleur. Ein berühmter vielleicht, ja. Deshalb der Privatjet. Du, ich bin tatsächlich der beste Jongleur auf dieser Insel. Auf der ganzen Insel. So vielleicht ist eine Krabbe talentierter. Das sind ganz schön viele. Das ist eine männliche. Das sehe ich doch gleich. Achso, wird aber auch. Die arme Krabbenfamilie. Tja. Keiner denkt an die Krabben. Finden wir noch ein paar Sticks. Dann kann man mal. Oh, Kartoffelpflanze. Die lasse ich vielleicht mal in Ruhe, oder? So,
So, hier ist ein Kanz, da ist ein Stick. Da treibt's. Da war schon mal jemand verunglückt. Kann man da hin? Was ist das da hinten eigentlich? Ganz hinten sind das Inseln oder? Doch, das sind Inseln, genau wie da. Ja, da kann man glaube ich auch tatsächlich hinpaddeln, also die sind dann schon begehbar. Weil ich glaube auch, das Spiel in der derzeitigen Fassung hat so das Problem, es respawnt halt nichts. Also wenn du auf einer Insel zum Beispiel alle Krabben weggefressen hast, dann kommen halt auch keine mehr nach. Ich glaube auch Sticks und Kartoffeln und so, das respawnt alles nicht derzeit. Okay, Sticks. Wie viele haben wir inzwischen? Ich glaube 3, 4, 5. Wie viel brauchen wir für irgendwas? Weißt du das? Mit 4 müsste Lagerfeuer gehen. Ich kann nicht mehr ertragen und so. Okay. So wie das Crafting hier funktioniert, du wirfst jetzt alle 4 an einen Platz. Also mal hier so. Also da könntest du jetzt zum Beispiel alle 4 hin. Einmal ausrüsten oder ein Kuh, glaube ich. Ja. So, wenn man dann Sachen mit, aus denen man was bauen kann, so auf in einen kleinen Bereich wirft, müsste da jetzt, brauchst du doch 5 vielleicht. Da war doch noch einer. Da. Jedenfalls erkennt das Spiel dann automatisch, dass da eine Gruppe von Items liegt, mit denen man irgendwas tun kann. Und dann kann man ein Kontextmenü aufmachen, um dann entsprechend irgendwas draus zu bauen für das, was man da hingelegt hat. Ah ja. Ja, wenn du jetzt links drückst, dann kannst du jetzt... Das ist cool. Das ist ein cooles System. So, Campfire. Und das müsste jetzt auch mit dem Feuerzeug eigentlich, glaube ich, hoffentlich. Da. Bah! Ja. Feuer gemacht. War doch gar nicht so schwer. Ich weiß gar nicht, was der Typ in dem Film hatte. Nicht schlecht. Kann man auch, ich will einfach mal ausprobieren, kann man diesen Busch auch anzünden? Nein. Ein bisschen zündeln auf der Insel? Nee, es denkt schon wieder keiner an die Krabben. Jetzt natürlich die Frage, kann man da Krabben drin rösten eigentlich jetzt? Okay. Gucken. Nein, nicht das Paddel. Vielleicht müsste man die Tab, ja, also in die Hand nehmen, geht, glaube ich. So. Reinlegen? Reinwerfen? Ja, ich weiß nicht, ob geht das? Will nicht. Hat ein sieht nicht aus, als würde sie rüsten. Mal gucken. Guten Überlebenstrieb selbst. Hä? Wow! Was ist jetzt los? Ich glaube, du hast dich übergeben. Hab ich eine gegessen vielleicht, aus Versehen? Doch, ich habe eine gegessen. Okay, wir merken, rohe sollte man nicht essen. Das war ein Versehen. Nee, aber die sind ja, also man denkt jetzt so Krabben total gesund und so weiter, Meeresfrüchte und so, aber die sollen ja angeblich auch ziemlich verseucht sein. Mit Parasiten und sowas. Also immer schön aufpassen, wenn man auf so einer Insel alleine ist. So. Ja, irgendwie kann man bestimmt auch Flöße und so bauen. Ich nehme an, wenn man das irgendwie mit diesen Seilen, die wir da vorhin haben, kombiniert. Ich habe aber... Puh, jetzt haben wir ein schönes Feuer. Was ist denn mit den Krabben? Ich glaube, ich darf echt nicht die falsche Taste drücken. Kann man die nicht hier... Irgendwie hin, reinhalten geht wohl nicht. Ich will mich nicht selbst anzünden, das ist das Problem. Muss man die Krabben mit so einem Stick vielleicht kombinieren, dass man sie... Gibt es irgendwie so ein Kombiniermenü? Ups. Moment, ich werfe hier die ganzen Sachen um mich. Ein paar Leute von euch, die das Spiel schon gespielt haben, halten sich jetzt bestimmt den Kopf fest. Aber sich alles immer vorher anlesen, ist ja auch langweilig. Ja, gerade bei diesen Survival-Spielen finde ich ja auch das selber entdecken und rumprobieren eigentlich mit am spannendsten. Das Problem ist natürlich dann, wenn Spiele... Oh, guck mal, Delfin. Da sollten wir schön Delfin baden gehen, ein bisschen streicheln. Ist das bestimmt ein Delfin? Ich sag dir mal Hallo. Oh, komm, wirf ein Seil. Einfangen mit Lasso jetzt. Heiraten jetzt. Wo ist es? Mit dem Paddel. Ja, einen über den Kopf ziehen. Ist ja auch super. Warte mal, das war's. Das war hier das Let's Play. Mehr kann man nicht machen. Ich hänge mich jetzt auf. Warte. Scheiß Insel. Überall Haie. Kannst ihm vielleicht mit unserem schönen Paddelboot hinterherfahren und dich von ihm in die Freiheit führen lassen. Das ist bestimmt ein Spürhai. Ein Rettungshai. Müssten den Hai jetzt eigentlich schön was Feuer legen können, irgendwie. Ja, irgendwie kann man ja Speere bauen, aber frag mich nicht, was man dafür braucht. Okay, also Speer bauen. Speer bauen ist ganz einfach. Man nimmt einfach hier so einen Stock, da haben wir einen. Und den. Und schnitzt. Ja. Da schnitze ich jetzt einfach mal so Muster rein. Vielleicht.
Kann man kannst aber mal, Stock ist ja ganz gut. Was geht irgendein Kontextmenü auf, wenn man Stock und Seil, was kommt denn da raus? Oh, ja stimmt, auf den Boden legen, du sagst es. Moment. So, jetzt möchte ich eine Angelrute haben. Aha, es passiert nichts. Ein zweites. Wenn du beide daneben wirfst, vielleicht brauchen wir auch einfach noch mehr Stöcker. Irgendwas kommt da bestimmt bei raus. Irgendwo sind doch bestimmt noch Sticks. Tja, oder ich glaube, Steine, hatte ich vorhin auch mal eine in der Hand. Irgendwo liegen auch Steine rum. Steine. Hier. Ja. Kann man? So, mit dem kann man bestimmt als Speerspitze. Mit dem könnte man jetzt auf den Hai werfen und danach vielleicht ein bisschen blöd aussehen. Wo war das jetzt? Da neben dem Camp, links von dir irgendwo. Nicht durchs Feuer. Ach, da. Da, ja. Ja. Gut. Das liegt wahrscheinlich noch nicht drauf. Ja, das ist. Ich finde die Idee dieser Kombination grundsätzlich. Ah. Ja, da, jetzt können wir irgendwas machen. Was gibt's? Ja, wer sagt's gut. Denn? So. Jetzt geht's nämlich ab. Ja, das ist schon ganz fein. Das so daneben zu legen, das hat schon so ein gutes, das sorgt für Immersion sozusagen. Aber ist natürlich von Nachteil, wenn man halt gar nicht weiß, was man da bauen kann. Ja, es ist halt auch ein bisschen schwer zu handeln, wenn du nicht weißt, liegt das jetzt noch im Bereich? Erkennt er, dass das dazugehören soll oder nicht? Aber ich finde die Idee. Oh! Badum. Gleich ein Baum gefällt. So sieht's aus. So. Den kann man wahrscheinlich nicht einfach so aufheben, aber ziehen. Ziehen so rein und legen ihn ins Feuer direkt. Ja, was ist denn, wenn man davon mehrere mit Seilen, kann man vielleicht sogar ein Floß oder sowas ähnliches bauen? Das kann sein, warte mal. So, das liegt jetzt schon mal, sind noch Kokosnüsse. Hier, da kann man da die Blätter irgendwie abhacken, dann noch, weil die ein extra gekennzeichnet sind hier. Vielleicht mit dem Messer, bevor du aus Versehen. Ja. Ne, da geht nix. Gut, vielleicht nochmal mit der Axt. Wo ist die Axt da? Können wir es vielleicht abtrennen irgendwie? Aha, man kann es abtrennen. Cool. Geht tatsächlich. Hätte es auch nicht gedacht. So, das Ding haben wir jetzt. Und das da Teil. Noch ein. Ui. Kannst du als Sonnenschirm gut gebrauchen. Vielleicht, aber so. Ja, wenn man es irgendwie so ab. Ach, hier. Ist halt immer noch. Ja, das hast du jetzt. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was damit geht. Also, wenn man da tatsächlich, ob irgendwas passiert, wenn man da mehrere nebeneinander legt. Wäre ja. Man würde ja vermuten, dass das gehen müsste. Nee, den ich glaube, die Bäume nicht sind nicht sehr kooperativ. Ja, auch die zweite Palme hier. Wie sieht's eigentlich aus? Haben wir nicht sowas wie ein Bildschirm, wo man sehen kann, wie hungrig wir sind? Durstig oder so? Ach genau, es gab die Armbanduhr. Die gab es doch irgendwie. Die habe ich auch Screenshots gesehen. Ich habe so ein bisschen im Community-Hub von Steam ein bisschen geschnüffelt und habe da so ein paar Sachen gesehen, aber... Ist die Frage, F-Tasten, tun die irgendwas? Nicht so aus. Punkt, Komma, irgendwas, Strich, so, nee. Naja. Ach, vielleicht mittlere Maustaste oder sowas? Nee, die macht glaube ich nichts. Die habe ich für meine Testverletzung benutzen irgendwie gehabt. Da ist nichts passiert. Ja, es hat derzeit unter anderem das Problem, dass während ein Spiel läuft, man nicht ins Optionsmenü gucken kann. Was ein bisschen kurios ist, aber. Und die ganzen Kokosnüsse. Ach, sieh mal eine an. Jetzt werden auch die ganzen einzelnen Stellen markiert. Da, Tatsache, ja. Das heißt, mit denen kann man in drei Teile. Ja, vielleicht schon ein kleines Floß da. Mein Gott, so eine Klickerei hier. Ja, ist anstrengend. Alleine auf der Insel. Aber abnehmen. Kein Zuckerschlecken hier. Aber hinziehen kannst du ihn doch, oder? Vielleicht ist es auch einfach nur. Also. Da! Was ja. Jetzt ist es ab. Nee, irgendwie nicht ganz. Ja, du kannst, glaube ich, immer nur die Krone oder wie auch immer man das nennt. Bei Palmbäumen vom Stamm dann abtrennen, glaube ich. Ich habe es hier hingelegt. Das sind da. Die zwei Teile. So, wollen wir mal sehen. Übrigens, Multiplayer-Modus gibt es nicht. Der ist aber in Planung.
auch sogar mehrere Spielmodi, unter anderem dieses simple Überleben und dann noch irgendwelche lustigen Geschichten wie irgendwie, ich glaube, solche Rennen. Ist das jetzt nicht getrennt? Ja. Oculus Rift Unterstützung ist genauso in Arbeit. Und Insekten. Ja, da ist, glaube ich, auch gerade im Multiplayer-Modus schon relativ viel Potenzial. Auch gerade so in dieser typischen Survival-Schiene. Wenn du dann da irgendwie die Karibik-Polizei spielst, hast du dann erst dein Floß gebaut. Und dann können alle anderen Leute aber mal gucken. So, fertig ist das Floß. Hübsch und seetauglich. Ja, da wirfst du jetzt einfach noch so ein Seil dazu und dann ist alles gut. Ich will das nur nebeneinander legen. MacGyver würde das auch hinkriegen. Ich bin, der kriegt ja sowieso alles hin. So, jetzt schieb nach vorne. Das sieht doch mehr aus wie ein Floß. Bräuchte vielleicht aber noch ein bisschen Krepppapier. So. Und den noch zurückziehen. Ah, schönes schön. Floß. So, und jetzt? Ach, nur noch eins. Vielleicht reicht es nicht. Weiß es nicht. Ein Seil. Oder der Kokos muss dazu. Eine Krabbe schön reinwerfen. So, jetzt hier. Ups. Ja, wunderbar. Klappt super. Fertig? Fertig das Floß. Dann nimm mal und das Paddel drauf. Und. Das ist ja blöd. Kriegt man hier noch irgendwo Lashings her? Vielleicht braucht er tatsächlich noch mehr als eins. Ah ja, das kann sein. Oh. Aber dunkel wird es auch. Dunkel, aber schön, dass wir Feuer gemacht haben und das nicht gefüttert haben mit zusätzlichem Holz und jetzt ist es aus. Schöne Kiste. Und wenn es aus ist, heißt es, ist einfach völlig weg. Macht das Feuerzeug tatsächlich Licht jetzt? So, ja, ein bisschen, ja. Kannst das Feuer nicht einfach nochmal an das Lagerfeuer? Sieht hübsch aus. Gut, also irgendwie so ein Bär wird jetzt nicht aus dem Dschungel kommen, weil so groß ist der Dschungel nicht. Hm. Aber der Rest der Krabbenfamilie lauert ja jetzt nachts. Meinst du, die auf. Männlichen Krabben kommen jetzt männlichen. Aus dem Wasser? Die Kriegerkrabben. Die Kriegerlebewesen. Die sind ein bisschen größer. Das ist nämlich eine komische Welt, wo ich hier gestrandet bin. Da ist noch einer. Ach ja, Sticks waren es. Ich habe gerade überlegt, wir haben ja vorhin Feuer gemacht. Ja, wobei ich habe tatsächlich... Nur diese vier Sticks gefunden. Also für... Wo kam das Seilähnliche raus? Das war doch... Das waren Pflanzen. Yucca, oder nicht? Das kann sein. Da ist hier irgendwie... Könntest auch bei nachts mal Kartoffeln ernten. Die haben wir uns auch nicht angeguckt. Ah ja, die Nachtkartoffeln. Die Nachtkartoffeln. Die gemeine Nachtkartoffel, die ist ja vor allem nachts... Da! Ja. Da, Moment. Jetzt. Oh, ich habe getrunken, glaube ich, aus Versehen. Gut, ja, das ist der Martini. Da weicht sie aus. Der Martini wirkt noch. Da. Achso, das war's. Das war's schon. Die müssen nachwachsen. Nicht ergiebig. Ja, und das ist, glaube ich, das, was derzeit in der Version noch nicht passiert. Also... Jetzt muss ich mal gucken. Irgendwann muss man dann zwangsweise auf andere. Over. Was ist hier los? Achso. Das Partyfloß. Wo ist es hin? Irgendwo, war das nicht hier auf der Seite der Insel? Also so groß ist die Insel ja nicht, aber trotzdem kann man sich verlaufen. Wirkt ja bei Nacht auch alles ganz anders. Also ein großes Manko an diesem Spiel. Nee, man kann sich verlaufen, ja. Man kann sich auf den kleinsten... Eine ernste Gefahr. Oh, hier ist ein Stick. Ja, der gehört bestimmt der Krabbe. Die sammeln schon ihre Waffen. Ja, das muss ich... Müssen wir schnell weg jetzt hier bald. Da, probier doch mal aus. Ja, ich habe sowieso mein Inventar ist voll. Deswegen ist es nicht so gut. Aber das Floß, das war hier irgendwie. Oh, man sieht ja nichts. Wir können aber mal ganz mutig sein und bei Nacht ins Floß steigen. Ins Floß. Und auf Erkundungstour gehen. Ja, und dann ist da irgendwie so ein Biber. Der beißt uns tot. Die gefährlichen Nachtbiber. Nee, die karibischen Biber. Vielleicht haben die Biber auch schon das Floß geklaut, es ist gar nicht mehr da. Da hinten war es. Achso, das Floß, ja stimmt, vielleicht ist das... Ich habe schon längst vergessen, das ist jetzt so diese typische Inselsituation, wenn man erstmal nichts gegessen hat und getrunken hat, dann fantasiert man irgendeinen Mist zusammen. Hier ist ein Boot. Das das sieht auf jeden Fall nach einem Leck aus. Oh! Das kann man tatsächlich... Oh! Messer aufbrechen. Messer ist das nicht irgendwie festgeschnallt oder so? Da! Guckst dir an. Na, du hast ihn genommen jetzt, oder? Kann man geöffnet. Da ist was drin. Hier, So, Google ist, wollte ich schon sagen. Hier kommen Krabben weg. Da liegen noch, laufen noch genug rum. Ja. Wo ist die Krabbe? Das Kokosnuss.
Weißt du was? Ich wähle sie einfach direkt aus. So, und jetzt. Aber jetzt nicht essen aus Versehen, sonst spuckst du die. Ne, ich hab die jetzt alle voll. So. Was haben wir da noch? Ich kann es schwer erkennen. Nix, oder? Achso. Ich glaube, da war tatsächlich nichts anderes mehr drin. Nur die Brille, na super. Ne. Der Rest war schon. Ist die, kann man, ja, die Frage ist natürlich, kann man mit der jetzt auch irgendwas tun? Kann man die tatsächlich aufsetzen? Und habe ich da wirklich nur Krabben weggeworfen oder auch Seil? Nö, Krabben, so wie es aussieht. Da ist das was da los. Sind die, cool. Die glorreichen. Der glorreiche. So, Klotschlo. Jetzt. Hier. Nee. Irgendwie nicht. Da geht nichts. Ich lege das nochmal rüber. Ja. Hier so. Los. Nee. Aber. Du kannst aber natürlich theoretisch, kann man natürlich einfach alles, was man überhaupt hat, auf einen Riesenhaufen werfen und dann gucken, ob dieses Kontextmenü irgendwie aufgeht und einem irgendwas sagt. Eigentlich müsste das ja funktionieren. Wobei, wir haben ja. So sonderlich logisch wirkt die Zusammenstellung dann noch nie. So eine Kokosnuss. Das war geil. Aus Versehen dann so Feuerzeug und dann verbrennt das Ganze. Das kann man auch gar nicht. Kann man sowas da. Wie das Feuerzeug überhaupt abwerfen? Lieber gar nicht erst versuchen. Hier ist es. So. So, Kartoffeln. Was ernten, geht denn da? Feuerzeug, Pommes ernten. Messer? Warte mal. Nee. Lass mal erstmal ein bisschen schwitzen, damit. Ja, drei Kartoffeln. Direkt von der. Das ist ja, das sind die unsichtbaren Kartoffeln. Unsichtbare Kartoffelwuchs in der Karibik ist bekannt. Die wachsen nämlich nicht unter der Erde, sondern auf den Pflanzen. Insofern, wenn man so ein Messer benutzt, dann fallen die halt, werden sichtbar plötzlich und fallen von oben nach unten. Das ist ganz normal. Das ist also kein Bug. Das ist so. Palmkartoffeln. Ach hier, das ist tatsächlich nachgewachsen. Nö. Das ist doch, glaube ich, die, die du vorhin schon mal. Da! Komm noch mehr raus. Eieiei, guck dir das an. Das heißt. Jetzt kann man die, jetzt muss man wahrscheinlich warten. Okay, wächst also doch nach. Der Mond bewegt sich auch ziemlich schnell. Ja. Bald müsste es also auch Tag werden. Vielleicht bewegst du dich auch nur sehr langsam. Stimmt. Man weiß ja nicht, wo man da gestrandet ist. Und im Zweifel ist immer die Insel schuld, das weiß ja jeder, der Lost gesehen hat. Ja. Die Frage ist natürlich, kann man die Kartoffeln jetzt irgendwie, kann man die schälen? Kann man mit denen irgendwie interagieren? Vielleicht kann man ins Feuer werfen, aber das werden wir nie erfahren, weil wir haben ja kein Feuer mehr. Ach so, wir können das Feuer aber vielleicht nochmal... Wir haben ja noch ein Feuerzeug. Brauchen wir aber wieder Sticks. Gucken, vielleicht liegen hier noch welche rum. Ja, das sind natürlich übrigens die besten Let's Plays, wo man alles sehr gut erkennen kann. Aber das wussten wir ja auch nicht. Ja, das hatten wir ja neulich schon bei H1Z1, wo es dann im Tag haben wir, glaube ich, angefangen. Aber ja. Bei. Ist ja jetzt nicht so, dass sich das hier durch eine besonders riesige, zusammenhängende Spielwelt auszeichnen würde. Insofern. Aber wir können vielleicht tatsächlich mal, wenn Tag ist, nochmal gucken, wie weit so eine andere Insel weg ist und dann einfach mal nochmal einen verzweifelten Versuch starten. Ich habe zwar jetzt noch einen Stick, aber Moment, wo ist eigentlich die Brille hin? Automatisch aufgesetzt. Achso, das kann oder es geht doch nichts. Man weiß es nicht. Dann werde ich jetzt nochmal auf das Boot steigen und dann versuchen, auf der anderen Insel zu kommen. Oder zumindest ins Wasser springen. Vielleicht ist das Boot auch schon weg. Die Krabben haben es weggezogen. Nee, 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 das ist hier. Moment. Wo ist es hin? Boah, da blendet aber auch. Der Himmel. Ja. Du bist, glaube ich, gerade dran vorbeigelaufen. Es stand da am Strand. So gelb, das ist fast unsichtbar. War das aber auch blöd hier bei Nacht? Na? Nee, wenn du nochmal die Runde. Da war der Koffer. Da ist es doch. Siehst du es? Ach, da ist es. Da. So, ab rein. Jawohl. Das funktioniert zumindest. So, die nächste Insel ist. Da vorne. Klick, klick. Gedrückt halten muss man da wirklich. Ja, man muss die ganze Zeit drücken. Wir penetrieren also ein bisschen eure Ohren damit. Stellen für Diablo-Spieler. Die ist aber, glaube ich, ein bisschen näher dran da links. Ja, das dachte ich auch. Und dann bin ich da in die Richtung gegangen. Achso. Siehe einer. Es ist diese typische auch Ozean-Fata Morgana genannt. Es ist natürlich Quatsch. Aber ihr seht, was es ist, was ich meine. Da links ist näher die Insel, oder? Fahren wir nach links. Oh, plötzlich rechts.
Scheißspieltricks. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kann man auch doch nicht auf andere Inseln, aber ich bin der Meinung, das sollte gehen. Oder ich hätte irgendwas gelesen in der Art. Aber doch, das ist, da habe ich auch gesehen irgendwie. Aber vielleicht kommen wir da auch nicht, vielleicht sind wir noch am, ne, wir haben uns auch tatsächlich entfernt. Also es würde schon gehen. Aber, nun gut, wir treiben noch ein bisschen auf dem Meer und gucken mal, ob der Spürhai noch vorbeikommt. Ja, mal gucken, wo der Hai ist. Derweil. Das ist bestimmt so auch eine gute Idee. Gute Idee ist auch mal unter Wasser mit dem Feuerzeug, weil dafür ist es da. Ist ein wasserdichtes Feuerzeug übrigens. Und wie man sieht, sehen wir gar nichts. Aber ihr könnt was sehen, wenn ihr das Spiel euch besorgt und diese 20 Euro investiert, weil es ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Und vor allem für ein Early Access Spiel soll angeblich einiges geboten werden und wir hätten auch mehr davon gehabt, wenn wir uns ein bisschen besser darauf vorbereitet hätten und das Spiel schon kennen würden. Das haben wir natürlich nicht, aber hey, da steckt was drin. Und interessant ist es. Stranded Deep bei Steam, Early Access 19,99 aktuell. Ja, kann man schaut mal rein, schon? Wenn ihr Lust drauf habt. Ansonsten, wir gucken bestimmt auch noch mal weiter rein. Ja. Und also vor allem das Crafting-System ist, glaube ich, tatsächlich ganz spannend. Ist aber ein bisschen anders umgesetzt. Mal schauen, was da noch alles so geht. So ist es. Also, in diesem Sinne, auf Wiedersehen.